Herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Maker 2. Wir gehen heute mal zu den vielversprechenden Level und da haben wir, also ich habe es von Anfang an erkannt, Game & Watch 2. Game & Watch war so der Handheld, bevor überhaupt eine NES rauskam. Das war noch ganz früher, wo es so ein Spiel pro Konsole gab. Ja, früher war so um die 2000er, oh lol, waren die Dinger so in Mickey Mouse Heften enthalten. Oh Gott. Okay. Das ist ein geiles Level. Ist es an Game & Watch angelehnt? Oh mein Gott, das Level hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Zack, 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 zack. Jetzt ist es ein bisschen einfacher. Fast zu einfach. Aber Toadette regelt. Oder? 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 Wow, lol. Was? Nein. Ich denke mir jetzt also einfach mal nichts dabei. Es ist, Alter. Das Ende ist ein bisschen asozial. Ist der Game & Watch damals früher so aufgebaut gewesen, dass du irgendwie so... Hat er noch mehrere Game & Watches gemacht? Weil da gab es ja ziemlich viele. Mit so einem Hai oder so. Und ich glaube, die sind sogar noch in Mario Maker umzusetzen. Also es könnte ein Original Game & Watch Spiel sein. Ich finde es gut, dass jemand das macht. Ich finde es schade, dass er nur so wenig Aufmerksamkeit hat. Zack. Zack. Jetzt endet es gleich. Eigentlich wollte ich ihm ein Herz geben. Ich glaube, ich habe jetzt seine ganze Statistik ruiniert. Gebt ihm ein Herz, er ist echt cool. Hat er noch andere Level? Aber das eine ist echt asozial. Gary 200. Link's a bad day. You can't do it without Link. Zelda Time, Flappy Mario. So ein Level habe ich auch noch nicht gespielt. Er ist innovativ. Hat ein bisschen wenig Aufmerksamkeit, finde ich. The Gauntlet, was? Have Patience, Call of Duty, Mario Edition. Alter, der hat ja übelst die kreativen Level gemacht. Child Play, Hammer Time, The Liar, Minor Mario, The Cat, was? Was, was? Ja, guckt ihn euch an auf jeden Fall. Ich will ihn nur ein bisschen promoten. Das Herz habe ich jetzt aus Versehen gegeben, natürlich. Gucken wir uns die beliebtesten Level an. Das sieht schon wieder nach einem Level aus, das zu profihaft ist für mich. Scary Slippenny Pass. Aber wir probieren auch immer das erste Level. Aber das ist nur so hoch gerankt wegen den Stats. Weil es so viele mögen. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich ein Speedrun, oder? Nicht? Wir haben 400 Sekunden Zeit. Oh mein Gott. Dass die Funktion mal in einem Level zum Einsatz kommt, finde ich auch krass. Auch wieder was komplett Neues. So. Uah. Und dann gibt es so kleine Minigames oder was? Ah ja. Okay, jetzt müssen wir warten, bis sie wieder respawnen. Alles klar. Das kennen wir zu gut von anderen Leveln mit dem Rutschen. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Alter. Was ein kreatives Level. Gibt's hier einen Checkpoint? Ja, gut. Okay, was das Zeug bringt, weiß ich irgendwie nie, aber okay. Was passiert hier? Oh, jetzt bin ich zu weit gerutscht.
Haben die Mützen an, die Pockys? Wow. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. In dem Stil, im Super Mario Bros. 3 Stil, dass die Mützen aufhaben. Komm schon. Ah, was? So, der soll jetzt wieder hochkommen. So. Hä? Ah, wow. Okay, cool. Ah, jetzt kommt was von oben, oder? Ja. Jetzt sollten wir noch einen Schlüssel bekommen. Super. Oh, die Musik ist gut. Ich hab voll Bock auf Mario 64. Speedrun. Oder so. Jesus. Okay. Das hätten wir auch geschafft. Und wir sind im Ziel. Okay, cooles Level. Hat viel Abwechslung auf jeden Fall. Kriegt tatsächlich einen Stern. Das andere hätte eigentlich auch einen Stern verdient, aber das hat mich gerade so abgefuckt, dass ich zweimal vom Ende verreckt bin. Der Sprung ist zu asozial. Spielen wir das Top-Level der Woche. Heute am Donnerstag, nicht am Mittwoch. Normalerweise kommt ja das immer mittwochs, das Format. Aber heute kommt es ausnahmsweise am Donnerstag. Weil ich keine Zeit hatte, ganz einfach. Oh mein Gott. Ich brauche noch einen Helm, so wie es aussieht. Muss ich den irgendwie... Ah ja. Wow. Okay, cooler Bosskampf oder so. Hat mal was ganz anderes. Also ist auch ein gutes Level, ohne Witz. Bin ich jetzt tot? Oder wie sieht's eigentlich aus? Ah, nee, wir haben hier noch eine Chance. Und müssen Bowser jetzt hier hochrammen. Das heißt, er muss jetzt erstmal hier hochkommen. Okay, dann kommen wir von der anderen Seite. Nein! Du Hund! Komm her! Mach so seine verdammte Stampfattacke. Komm schon. Ja, das war nicht so gut. Ich hab mir das vielleicht ein bisschen zu einfach vorgestellt. Komm schon. Nein. Okay, es ist vielleicht auch schwerer als gedacht. Ja, es ist viel schwerer als gedacht. Jetzt verrecken wir fast. Oh mein Gott. Nein! Lächerlich. Gib mir den Helm. Komm schon. Jetzt haben wir es. Es dauert aber auch immer lang. Es verschwendet schon viel Zeit, aber es ist ein gutes Level. Gefällt mir bisher. Hat wieder eine ganz andere Funktion als... Okay, hier ist ein Klatsch. Soundfall. Jetzt können wir hier resetten. Warum können wir hier resetten? Komm her. Komm schon. Ja, klar.
Oh Gott. Das ist eine gute Taktik. So gleiten, wenn er hopst. Jetzt habe ich nur das extra Leben gebraucht. Oh Gott. Er eskaliert komplett. Ah! Ja, jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass er nicht despawnt. Aber wir müssen es nochmal machen. Wow. Okay. Und er stirbt den Lava-Tod. Wie immer halt. In der Bowser's Castle. Oh mein Gott, das Level ist so gut. Und es hat auch so wenig Aufmerksamkeit. Geht es jetzt noch weiter? Nein. Okay. Gefällt mir, kriegt einen Stern. Hat's verdient. Oder ein Herz, kriegt ein Herz auf jeden Fall. Super. Haben wir Lust auf einen Speedrun? Ich weiß es nicht. Hat mir, das vorhin war ja kein wirklicher Speedrun. Und wir brauchen jetzt schon eine Herausforderung. Denke ich auf jeden Fall. Alles klar. Was? 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 Okay, warte mal. Hier hoch. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Das ist eine ganz neue Funktion, die wir hier gerade kennenlernen. Okay. Ich glaube, das Spiel kommt gerade selber nicht hinterher. Seht ihr die Frame-Einbrüche? Was ist los? Wir sind einfach zu schnell. Dritter Versuch. Kriegt ein Toll wegen der einen Funktion, die wir noch nicht gesehen haben, nämlich auf den Gegnern zu landen und springen zu müssen. What's the next theme? Okay. Um was es hier geht, keine Ahnung. Climb, alles klar. Aber wir müssen klettern? Oh, wow. Das hat er gerade eben einfach von uns verlangt, aber ich war zu blöd, es rauszufinden. Ich habe gedacht, hier ist eine Ranke oder so irgendwo. Robin, nicht sehr intelligent. Aber ansonsten auch ziemlich blöd, so. Aber wir hätten es sogar fast geschafft. Feind. Was? Was muss ich finden? Den Unterschied. Also hier sieht eigentlich alles ziemlich gleich aus. Hä? Ah, hier hinten dran haben wir einen anderen Block. Ja, gut. Hä, es hätte alles gepasst. Ernsthaft? Es war scheißegal. Wow. Troll des Jahrhunderts. Ah, Fight. Kommt jetzt. Gegen wen müssen wir kämpfen? Gegen Bum Bum. Zack. Und nochmal, auf die Fresse. Oh, das war sogar ein Timer da. Ah, ich wollte unten durch, aber in dem Fall geht es dann doch nicht. Was passiert hier? Oh. Ich habe gerade gar nicht gelesen, wie das Spiel heißt. Wahrscheinlich Fall oder sowas. Okay. Nächstes Zimmer. Final Round. Ah, nee, Final Run.
Alles klar. Jetzt gibt's noch einen Speedrun. Oh, da bin ich ein bisschen zu früh abgesprungen. Aber da war schon das Ziel. Also, so lange geht das Level nicht mehr. Leider. Ich find's innovativ, ich find's cool. Hat mal wieder was komplett Eigenes. Super, GG. Aber ein Stern hat's nicht verdient. Also ein Herz hat's nicht verdient. Ein Herz hat's nicht verdient. Warum sage ich zu allem einen Stern? In Mario Odyssey sage ich zu Monden Sterne. In dem Spiel auch. Zu Herzen nur Sterne. Jo. Mario Raids the Bank. Okay, machen wir einen auf GTA. Alles klar. Aber es ist gerade total. Der, ach so, Bank? Warum sieht es aus wie ein... Ah, nee, das ist ein B, das ist kein D. Denk, alles klar. Mario wird kriminell. Man glaubt es kaum. Jetzt müssen wir nur gucken, was hier abgeht. Oh, hier ist der Bankschalter und wir holen den Schlüssel. Während er in der Kaffeepause sitzt. Um 20.15 Uhr ging Toadette in die Bank. Und setzte die Sicherheitskräfte außer Gefecht. In dem Kreuzfeuer? Kann man das so sagen? Weil Kreuz und Feuer? Nein. Sie stand vor drei Türen. Sie wählte die erste aus. Wahrscheinlich musste sie eh in jedes Ding. Aber hey. Super. Oh, beim Zurücklaufen aufpassen. Da kann man verquetscht werden. Da hat keiner Lust drauf. So. Komm hier drauf. Super. Nächster Wachmann down. Erstmal die Sparkasse überfallen. Ja, jetzt nehmen wir erstmal die Beute mit hier. Klar. Aber es ist nur Kleingeld. Das kommt vom Negativzins. Alle hauen ihr Geld raus. Keiner gibt's mehr zu einer Bank. Lieber behält man's zu Hause. So. Ah ja. Ach so, das war die Alarmanlage. Oh mein Gott, die Bullen! Welcher 31er hat uns wohl verpfiffen? Luigi, du 31er. Können wir nicht einfach... Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe mich gerade... Das ist die Alarmanlage. Ich habe es erst geblickt. Ah nee, es war Bowser Jr., der 31er. Er hat uns verpfiffen. Er macht also doch was mit den Cops. Wir versuchen sie abzuhängen. Und wir schaffen's. Und werden noch mehr belohnt. Durch die Zinsen. In Panama. Super. Gefällt mir. Tolles Level. Kriegt ein Herz von mir. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, blast mir einen Schuh. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und bis bald.